Alistair Overeem ist ein beeindruckender Athlet, 1,95 groß, wiegt 109,9 Kilogramm, damit ist er 100 Gramm leichter als Everton Teixeira, also so gut wie gar nichts. Der Brasilianer ist allerdings 8 cm kleiner und wirkt gegen seinen niederländischen Kontrahenten ein bisschen moppelig. Total austrainiert, trocken, der Niederländer Alistair Overeem, und Everton Teixeira eben mit ein bisschen Fett so um die Hüften. Nicht viel, aber das fällt natürlich ganz besonders auf, wenn man gegen so einen austrainierten Athleten wie Alistair Overeem antreten muss. Also der Niederländer sicherlich der Favorit in diesem Fight. Und der Sieger in dieser zweiten Viertelfinalbegegnung, der steht dann im Halbfinale gegen Badrahari. Es könnte also ein Rematch geben zwischen Badrahari und Alistair Overeem. Das ist sicherlich etwas, was hier viele gerne sehen würden. Wir sehen der Niederländer in der Rechtsauslage, das heißt, seine Schlaghand ist die linke. Und auch das Bein mit der größeren Kickwirkung, in der Regel das linke Bein. Ah, da kommt das Knie. Nicht schlecht, kurz geklincht und dann das Knie hochgezogen, gefährlich gemacht von Overeem, der hier seine Größenvorteile ein bisschen ausgespielt hat, schon zu Beginn dieser Partie. Kurzfristiger Auslagenwechsel bei Overeem, dann aber gleich wieder in die Rechtsauslage. Wieder das Knie, zweimal das Knie und Teixeira geht zu Boden. Zwei Knie hat er eingefangen und der Brasilianer ist schon am Boden. Das war schon. Auch das zweite Finale, Viertelfinale geht hier ruckzuck über die Bühne. Was für ein Duell. Da sind beide gar nicht richtig warm geworden und schon ist es zu Ende. Alistair Overeem hatte kurz vorher schon das Knie einmal zur Warnung gebracht und dann gleich zweimal mit dem Knie an den Kopf des Brasilianers. Das gucken wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung an. Benommen Teixeira, aber er kommt wieder auf die Beine. So schnell kann es gehen. Ich glaube, er weiß gar nicht so recht, was ihm da gerade passiert ist. Es ist vorbei. So wie es eben für Ruslan Karajew vorbei war, ist es jetzt auch zu Ende für Everton Teixeira. Hier das erste Mal mit dem Knie noch in den Rippenbereich und dann geht das zweite Knie an das Kinn, knallhart. Bei dem ersten, da hat er sicherlich schon Wirkung gezeigt, aber dann sehen wir, der Kopf ist völlig frei. Da schafft er es nicht, seinen rechten Arm noch dazwischen zu kriegen. Und ungedeckt geht das Knie an den Kopf des Brasilianers. Und was bei diesen Beinen von Alistair Overeem dahinter ist, das kann man sich wahrscheinlich nur ausmalen. Schon das erste Knie hat Wirkung gezeigt bei Teixeira und der hatte dann keine Chance mehr, sich zu decken. Das zweite Knie hat er voll mitgenommen. Also klare Sache, Alistair Overeem, der ist im Halbfinale und trifft da auf Badrahari. Was für ein Halbfinale. Das, was wir uns alle vorher gewünscht hatten. Alistair, sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Nicht zu viel Stress?
Ja, wir machen lieber später Interviews. Danke und weiterhin gutes Turnier.